Hallo, in diesem Video möchten wir euch Einsatz, Verwendung und Montage unseres Konfix-Verbinders zeigen. Daniel, wofür brauchen wir einen Konfix-Verbinder? Der Konfix-Übergangsverbinder wird verwendet, um Kunststoffsysteme an ein Gusssystem anzuschließen. Dieser Konfix-Verbinder besteht immer aus zwei Komponenten. Das ist einmal der Gummiverbinder selber und zum anderen die Schlauchgewindeschelle, die verwendet wird, um den Verbinder an dem Gusssystem zu fixieren. Und in welchen Dimensionen ist dieses Bauteil lieferbar? Die Dimensionen, die wir da zur Verfügung haben, sind den 50 bis 125. Okay, dann kommen wir jetzt zur Montage. Als erstes wird der Konfix-Körper bis zum Anschluss aufs Spitzende oder aufs Formstück aufgeschoben. Und im zweiten Schritt wird mit Hilfe der Schneckengewindeschelle der Konfix-Körper fixiert. Und damit ist die Montage des Konfix-Verbinders erstmal schon abgeschlossen. Kommen wir jetzt zum zweiten Schritt der Montage, das Öffnen des Konfix-Verbinders. Hierfür wird mit Hilfe eines scharfen Messers der Konfix-Verbinder an der dafür vorgesehenen Stelle eingeschnitten und der Deckel herausgelöst. Aber bitte Vorsicht, nicht zu tief einstechen, damit ihr die dahinterliegende Dichtlippe nicht beschädigt. Mit ein wenig Gleitmittel auf dem Anschlussrohr und im Konfix-Verbinder wird die Verbindung mit sanftem Druck aufs Anschlussrohr hergestellt. Und somit haben wir eine dauerhaft dichte Verbindung hergestellt. So einfach geht's.